Damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Nachdem wir letztes Mal, also ich, auf dieser glitchigen Treppe ausgerutscht sind, geht's jetzt auch mal weiter. Ich hatte jetzt nämlich mal wieder so den Drang auf eine Runde Minecraft. Das Ding ist, ich hatte schon mal eine Aufnahme gemacht. Und da kam noch glatt von da oben ein Creeper runter. So ein kleines Drecksvieh. Kleiner haariger Bastard. Ja, und der wollte dann natürlich prompt bumm machen. Fand ich natürlich nicht so geil. Erstmal Nahrung wieder aufstocken. Und da war ich die ganze Zeit eigentlich nur am Rennen. War auch nicht so geil. Der ist mir ein bisschen in die Mine nachgelaufen, ne? Kannst du es glauben? Der hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Ach ja, heute ist übrigens der 30. Dezember. Ja. Und am 4. Dezember ist schon wieder der nächste Lehrgang. 4. Januar, sorry. 4. Januar. Und, ja. Ich freue mich mäßig drauf. Slime. Ich freue mich mäßig drauf, weil halt früh und Zeitpunkt gleich Januar, gleich erste Woche ist ein bisschen assi. Vor allem, weil das noch ein bisschen mit dem Urlaub liegt. Und was heißt bisschen mit? Das liegt bei mir voll im Urlaub. Ich habe ja erstmal Januar durch, gedanklich. Ja. Aber erstmal Lehrgang mit reingehauen. Naja. Ich bin gespannt, wie viele Überstunden ich noch übrig haben werde. Oh, Baum ist fertig. Wie viele Überstunden ich noch übrig haben werde. Hatte ich übrigens auch gepflanzt. Das war jetzt natürlich eine blöde Idee. Ein bisschen. Denn ich habe ja jetzt eigentlich nur 3 Tage Urlaub gehabt. Habe jetzt 219 Überstunden oder irgendwie sowas. Vielleicht irgendwie sowas, ja. Mit denen ich da hantieren muss, kann, darf, wohl eher gesagt. Und will ich mal sehen, wie viele ich jetzt wegkriege, bevor es dann heißt, ja, komm mal, wir haben wieder, wir können wieder, wir machen mal. Denn wenn das verlautbart wird, heißt es auch wieder für mich. Auf in die Arbeit. Und das, was übrig bleibt, lasse ich mir auszahlen und dann habe ich, glaube ich, wieder ein bisschen Geld. Also bei jetziger... Ach, das geht jetzt aber fix. Ach, bei jetziger Rate würde ich... Kurz nachdenken. Das wäre ungefähr 3 Monatsgehälter ausgezahlt bekommen. Bei der jetzigen Anzahl von Überstunden. Das ist schon recht ordentlich. So. Ich würde ja eigentlich ganz gern die Windmühle bauen, ne? So. Aber... muss ich nochmal viel Ressourcen snacken. Und an den hier kam ich blöd ran, ne? Da kam ich kaum noch hoch. Doch, komme ich ja jetzt wieder hoch. Das stimmt ja gar nicht. Das heißt, ich kann den auch nochmal absnacken. Bin jetzt die ganze Zeit recht misstrauisch, weil ich keine Minimap mehr habe und weil die Viecher hier irgendwo rumlauern. Deswegen muss ich jetzt echt Panik schieben. Ach, da oben ist schon wieder einer. Ja, verästelte Bäume sind sehr schön. Ich wollte übrigens gleich mit dem Barretts und wir gleich mal was testen, probieren und eventuell aufnehmen. Ja. Satte 2 neue Projekte sind geplant. Der spielt gerade noch Gothic 3. Deswegen wollte ich ihn jetzt nicht stören und währenddessen mal eine Aufnahme machen. Ach, scheiße. Ja, ja. Wer ohne Werkzeug ist, der werfe den ersten Stein. Nein! Verklickt! So eine Scheiße! Verdammte reaktionsschnelle Maus! Ach, Kinders. So. Ach, oh, da ist auch noch einer, aber den kriege ich nicht eingeholt, wenn ich ihn abbaue. Wenn ich... Jawohl! Doch, kriege ich. Sehr schön. Ich hasse es immer, wenn Blöcke irgendwie ohne Grund als Verlust gewertet werden müssen. So, du bist noch dran. Oh, es ist doch nicht wahr, Maus. Ich hab dir nur gestreichelt. Ich brauch gleich dringend eine Axt.
keine Lust mehr auf Flischi-Flaschi. So, wir bauen und dann beenden wir die Nacht. Ich wusste doch, wir haben noch welche. War irgendwo ein angefangener Stack-Kobbel? Jawohl, da oben. Können wir den hier unten nämlich mal auffüllen. So. Ja, lange nicht mehr gespielt. Ich habe jetzt auch eine gewisse Vorliebe für Reign of Kings entdeckt. Reign of Kings. Oder wie der Chris sagen würde, Rage of Kings. Ach ja, weißt du, Chris, das muss jetzt mit Absicht sein. Und zwar, da kann man ihn auch so toll bauen, da gibt es anscheinend auch schon Modifikationen für. War ich ja ganz fasziniert. Ich habe das bisher eigentlich echt gemieden, das Game. So nach dem Motto, na, ist nicht so wirklich was für mich, interessiert mich nicht so dolle. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ja, 4,99 €, ja komm. Komm. Du hast zwar nur noch 60 Euro auf dem Konto für diesen Monat, aber die 5 Euro, die haust jetzt nochmal raus. Ja. Scheiße! Oh, ich dachte gerade, das war der Zombie. So eine Scheiße. Wo ist der Kerl? Wo ist er? Wo ist er? Soll ich herkommen, die Sau? Boah, das war gefährlich. Das ist gefährlich. Haben wir schon alle abgebaut. Das wäre ja prima. Es sieht doch so aus, als wäre hier doch noch... Nö, ist nicht. Okay. Okay. Ich habe natürlich wieder prompt gesagt, wir beenden die Nacht. Bin wieder prompt rausgelaufen. Meine Leistung. Jo, und jetzt fertig. Schön, dann kann ich eben noch mal ein bisschen Brot machen. Das letzte Stück Weizen kommt wieder gesaved. Hey, so langsam haben wir wieder Essen. Hurra! Nein, der letzte wird jetzt nicht aufgeschnäggelt. Sehr schön. Nächstes Stückchen Weizen. Automatische Erntanlage werde ich nicht bauen, falls einer schon den Gedanken hatte. Nein. Ich hasse automatische Erntanlagen, die sehen immer scheiße aus. Das finde ich immer so schade meistens an Games. Die meisten Leute spielen nur noch so, oh, muss funktionieren, muss viel Masse sofort und ich muss der Beste darin sein und sowas. Es geht gar nicht mehr darum, das muss schön aussehen oder sowas. Das gibt es gar nicht mehr oder nicht so oft zumindest. Und das finde ich eigentlich bei Games richtig, richtig cool. So, bei Minecraft hat man es da noch sehr, sehr schön. Dieses mit, es muss cool aussehen und den ganzen Kram, aber viele haben halt auch so, ja, ich mache mir hier so eine Redstone-Maschine und die soll nur funktionieren und dann hast du da so ein hässliches Gebilde irgendwo zwischen zwei schönen, wunderschönen Burgen stehen. Naja. Jeder, wie er es braucht. Boah, ich denke die ganze Zeit, meine Schritte sind irgendwelche anderen Viecher. Apple! No! Komm zu mir, Apple. No. Oh, Mann. Okay. Oh, ist gesaved. Ich dachte, da wären schon wieder fremde Schritte gewesen. Aua. Bein gebrochen. Aber weiterlaufen. So muss das. So. Jawohl, da ist er doch. Der Schelm, der Bub. Der Heimliche. Aber es war doch nicht der Letzte. Oder doch? Tschüss. War ich wieder zu hoch? Ja, mein Freund. Ja, mein Freund. Ich hab dich gehört. Ich hab dich... Lass mich da durch. Ich hab dich wohl gehört, du kleine Pissnelke. Komm her. Na, da guckst du blöd, ne?
Kommst du nicht mehr rüber, ne? Er kommt rüber. Kleines dreckiges Mistvieh. Kleines dreckiges Mistvieh. Okay, ich hätte jetzt gerne einen Bogen. Den würde ich einen hohen Bogen auf den Creeper werfen. Die Tür zugemacht? Ja. Nee, Kohle haben wir für Fackeln, dann packe ich die mal zurück. Seeds, die kommen auch mal wieder weg. Safe is safe, die kommen dahin und dann haben wir schon keinen Platz mehr für Holz. Nein. Gut, dann haben wir wenigstens noch ein Stack Holz. Sehr viel Dreck. Können wir den mal rausnehmen, den Dreckhaufen? Apfel muss sein. Ey, ich dachte gerade, der läuft schon in Volltempo auf mich zu. Na, wo bist du? Na, wo bist du? Kleine Ratte. Da ist Mr. Zombie. Dann machen wir mal... So, das wollte ich eigentlich. Ja. Ich habe genug Stein, ne? Ich gucke in die Kiste und vergesse im nächsten Augenblick, was drin ist. Das ist echt klassifiziert für mich. So, ich nehme mal ein bisschen Krobbel raus. Steinziegel habe ich auch schon gemacht, siehst du? Ein bisschen Krobbel raus. Oder einmal sagen. Wir können ja mal. Wir können ja mal was ganz anderes noch mitnehmen. Ich glaube, ich brauche hier eine Tür. Wir können was ganz anderes machen. Nein, ich mach die zu. Was haben wir denn? Wir haben Pflastersteine, wir haben Pflastersteinstufen. Nö, Moos ist unwichtig. Was? Steinmauer kann ich nochmal nutzen? Davon kann ich ja noch ein paar mehr machen. So. Sollte erstmal genügen fürs Erste. Dann machen wir nämlich hier mal. Da muss ja eh keiner mehr rum. Warte, nee, dann muss ich ja bis nach ganz... Nee. Machen wir so. Bitte machen wir so. Den haben wir. Und... Ich sagte und... Haben wir? Kein Creeper? Nein, kein Creeper. Und dann... Jetzt schon wieder Matsch kompliziert gemacht. Boah, sieht das hässlich aus. Das kriegen wir aber alles noch hin. Sind ja nicht umsonst zwergischer Baumeister. Das nicht hinkriegen würde. So, wir machen hier die Decke mit Cobblestone. Auf der Höhe weiterhin bleiben, weil wir da oben haben wir schon Dreck. Und den wollen wir nicht reinbauen. Dafür bauen wir das hier zu. Und die Wand lassen wir so. Wir machen nur den Eingang erstmal so. Der Dreck kommt noch weg. Der Dreck kommt auch noch weg. Machen wir hier nämlich eine schöne Ecke. Ja, geht noch. Glück gehabt. Eine schöne Ecke. Wenn ich den Dreck wegnehme. Oh, gerade Glück gehabt. Ich dachte, da kommt dann oben schon der Himmel zum Vorschein. So, hier die Ecke machen wir noch mal ein bisschen schöner. Es geht leider nicht, wie ich mir das... Doch, können wir. Können wir doch. So. Dann können wir hier nämlich nochmal die Viere weghauen.
Und den müssen wir natürlich noch austauschen. Sieht man ja. So. Der gefällt mir auch nicht. Brauchen einen guten Abschluss. So. Schön. Schön. Jetzt überlege ich nämlich gerade, ob ich die komplette Rückwand hier aus Kobbel machen soll. Dann passt das zumindest hinten hier im Gang einheitlich. Da ist das schon wieder scheiße mit der Ecke hier, ne? Machen wir mal. Wir machen mal was anderes. Ja, das fiel mir gerade ein. Wir machen das mal anders. Machen das mal ein bisschen anders. Schon wieder ein zu weit gesprungen, ey. Alter Schwede! Kann doch wohl nicht sein. So. So. Und so. Und welchen Block ich als nächstes setzen werde, sehen wir in der nächsten Folge. Hahaha.